Hi, ich bin eure Lara. Lara Croft. Kennt ihr mich noch? Damals bin ich Schatzräuberin, Schatzjägerin. Ich habe die ganzen Höhlen durchforstet damals. Ja, und jetzt haben die einen Film über mich gedreht. Oh, hab ich eine ordentliche Abfindung für bekommen, ey. Das finde ich ganz nice. Oh, ich soll das Ganze hier... Oh, soll das Ganze hier einfach mal in mehreren Episoden erzählen? Ja, und ihr könnt das Ganze euch hier mal angucken. Ich würde euch dann immer sagen, was wie, wo, was passiert ist, weil... Das war schon eine ganz geile Zeit damals. So. Ja, ich habe mich auch extra heute schick gemacht für euch. Weil ich dachte mir, jetzt wo ich so viel Geld verdient habe mit den Filmen und dem ganzen Scheiß, Alter. Kann ich mich ja wenigstens mal ein bisschen für euch rausputzen. Ja, ich habe einiges erlebt. Ich habe es ja schon erwähnt. Ich bin die Lara Croft. Ja, und ich erzähle euch jetzt heute mal, was ich so mein Leben lang so erlebt habe. Dann fangen wir mal an. Also hier, da bin ich mal in so eine Höhle reingefallen. Dann habe ich irgendwie mein Gedächtnis so ein bisschen verloren gehabt. Da musste ich erstmal alles neu lernen, was ich so konnte. Weil ich war eine krasse Schatzräuberin, Grabräuberin. Ja, ich bin in Höhlen rumgetoren. Ich habe es schon mal gesagt. Ah, mein Gott, die Haare in der Fresse, du. Ich hatte immer so eine geile Axt dabei, damit konnte ich immer so richtig Astra in die Wände hochklettern. Das war so geil, weil ich immer so zack und zack und bin ich ja hochgeflogen. Ja, so. Damals war ich auch körperlich noch richtig in Schuss. Heute bin ich ja auch noch eine heiße Lady, aber... Ach, ich musste noch mal ein bisschen... Ich habe mir auch schon mal operieren lassen. Ja, ich war ein richtiger Klettermax. Oder Kletter-Lara in dem Fall, ne? So, und hier war dann auf einmal so ein richtig shiny Ding in der Höhle hier. Und dann dachte ich mir so, boah, geil, das ist ja ultra shiny. Das Einzige, was heutzutage shiny ist, ist das Bierdosenregal im Supermarkt für mich. Das finde ich echt super. Ach so, noch nicht. Ja, gut. Ja, dann bin ich da hingegangen, zu diesem shiny Ding, ne? Habe ich mir das mal angeguckt. Aus aller nächster Nähe, so. Und dann dachte ich so... Lara. So, da hat es jetzt geknallt, Alter. Ja, ich war richtig akribisch, weißt du? Ich wollte immer alles astrein machen. Ohne deine Hilfe würde ich da drin immer noch Fotos machen. Ja, du wärst noch drin, aber Fotos würdest du nicht machen. Jonah. Jonah, ne? Der wollte auch immer ran an mich. So, und in Mexiko war alles immer mega geil, weißt du, was ich meine? Da waren auch Feste. Da gab es auch mal ein Bierchen. Oh, heute nur ein Dosenbier vom Supermarkt. Weißt du schon mehr über Dr. Dominguez? Nicht viel. Hm. Er leitet ein paar Ausgrabungen von Trinity. Jonah, sieh mal, das Rätsel ist eine Wegbeschreibung. Verfolge das Herz der Schlange bis zum Berg mit der silbernen Krone. Dieser Stern ist das Herz. Er steht im Südwesten. Südwestlich vom Amazonas, Brasilien. Peru. Peru war auch mega geil. Doktor, wir haben etwas gefunden. Hast du das auch gehört? Mal sehen, wohin er geht. Trinitys Leute sind bewaffnet und sie haben Verstärkung dabei. So, und dann bin ich da natürlich in Mexiko erstmal hingelaufen. Bei der anderen Städte. Boah, halt doch mal den Sammel, ich erzähl die Geschichte! Jonah, Dominguez führt nicht nur diese Zelle. Ich glaube, er ist der Chef von Trinity. Wir müssen vorsichtig sein. Ja, du hast recht. Oh mein Gott. Disculpe, Senorita. Mein Fehler. Disculpe, Senorita. Ja, das war ich. Eine Senorita. Dominguez will bestätigt haben, dass Croft hier ist. Du hast das Foto. Weiblich, kaukasisch, Anfang 20. Ja, die hatten mich halt auf dem Kicker. Ich war ein junges Ding, Alter. Anfang 20. Es war eine wilde Zeit damals in Mexiko. Da habe ich den Lachs richtig löppen lassen. Sag ich mal, wie es ist, ne? Hey, raus aus meinem Büro. Wie bitte? Mach die Tür zu, wenn du gehst. Jawohl. Büro, Alter? Einsatzziel Wegweiser. Einsatzziele werden bei Überlebensinstinkte... Drücke Q, um Überlebensinstinkte zu aktivieren. So. Ach, gucke mal. Ja, ich hatte halt krasse Instinkte damals. Mit denen konnte ich mir selber dann irgendwie immer so krasse Hinweise geben. Weißt du, wie ich meine? Oder es war unnormal melont. Habe ich Q gedrückt? Im Kopf? Habe ich gedacht, Q? Überleben! Alter! Ein Schlückchen Bierchen hier.
So, und ich war eine Amazone quasi, ne? Bogen hatte ich auch immer dabei. Das war also das Ding. In diesen Ruinen steckt mehr. Ja, ja. So, dann habe ich mich in diesen Dschungel vorgekämpft, ne? Und habe die Leute natürlich dann mir auch mal zur Brust genommen. Oh. So, und ich habe meinen Bogen mal ordentlich aufgespannt. Und den dann den so richtig zwischen die Augen gezimmert. Und dann bin ich erstmal wieder geklettert. Okay, das müsste gehen. So, dann habe ich mich natürlich abgeseilt. Heutzutage abseilen nur im Badezimmer, ne? Ist klar. So, und dann mit meinen Muckis an, da bin ich immer ordentlich gesprungen. Stellt immer mit dem Haken. Also, ich sag ja, es war auch Bouldern, Leute. Geht mal ordentlich Bouldern. Das ist gut für die Knochen oder für die Muckis. So, ich bin. Oh, ich bin. Machen wir nochmal. So, ach so, abseilen hier, ne? Siehst du? Zack. Ja, mit dem Abseilen, das war eine klasse Geschichte. Ja, was habe ich da nochmal gemacht an dieser Stelle? Ja, und dann habe ich gedacht, Mensch, wie komme ich jetzt hier runter, habe ich mir gedacht, ne? Ah ja, da habe ich einfach abgesprungen. So. Scheiße. Oh, scheiße, habe ich damals gedacht. Guck mal, und dann bin ich immer so schön gelaufen. Und irgendwann habe ich dann gedacht, ich jump jetzt ab, weißt du? Aber erst als ich genug Schwung hatte. So, so. So, dann bin ich geschaukelt. Nach hinten, nach vorn. Und nach hinten. Und nach vorn. Und nach hinten. Und nach vorn. Und dann bin ich abgesprungen. Und oh! Dann habe ich es auch geschafft. Ich habe mir dann so gedacht, Mensch. Auf Sachen zielen, ne, mit Seil. Ja, und die dann einfach mal aus der Verankerung reißen, das ist auch normal, ne? Alles gescheitert. Das hätte ich kommen sehen müssen. Ja, ja, und da sind natürlich dann auch immer Fallen gewesen. Aber ich sitze ja noch, ne? Also habe ich ja irgendwie überlegt. So. Oh. Ja, die Ratten habe ich mich damals schon nicht gewöhnt. Ne? Und ich war natürlich auch eine astreine Schwimmerin, deswegen bin ich auch mal gern planschen hier gegangen in so einer Höhle. Ne? Ja. Oh, und dann wurde ich nachts im Wasser angegriffen. Und krassen Viechers, Alter. Und dann gedacht, raus mit den Viechers. Und dann dachte ich mir, Lara, du musst hier irgendwie rauskommen. Auch wenn es eng wird, auch wenn dir mal Steine in den Weg gelegt werden. Gönn einfach Ausgang, Alter. Weißt du? Und dann habe ich überlebt. Und dann muss ich erstmal Luft holen und das Leben genießen. Weißt du, erstmal Danke sagen, dass wir es überlebt haben. So. Hier bräuchte ich, glaube ich, einfach mal ein verstärktes Messer. Alter, weißt du? Aber ich dachte mir, bestimmt bekomme ich das bald. Und dann habe ich nochmal umgedreht und habe woanders weitergeguckt. Ne? Oi. Oh, und dann wurde ich irgendwie aufgespießt, aber es war irgendwie anders. Und dann habe ich sie gesehen, ne? Der Maya-Tempel, im Tempel drin, Alter. Und dann dachte ich so, boah. Jonah, Tempel. Ich bin da. In einem unterirdischen Tempel. Ja, ja, sag ich. Geh rauf zur Spitze. Jo. Oh, da muss man sich beeilen, dachte ich mir. Weil das ist ja mit Gewicht und so. Ja, mit meinem Gewicht heute sollte ich das wahrscheinlich eh nicht mehr machen. Geh rauf, warum geht er dann? Oh, lol. Oh, lol. Oh, lol. Oh, lol. Oh, lol. Okay, das war nicht gut. Ach, hier muss ich lang. Ja, sagt das doch einer gleich. Oh, schön. Ja, schneller, schneller. Bruder, Lara, du wusstest genau, dass das zu krass ist für dich. Alter, pass auf. Ach, siehst du, ich hatte sogar eine Schrotflinte in der Hand. Und ein Maschinengewehr hatte ich auch? Wieso kann ich mich nicht daran erinnern, Alter? Und dann dachte ich, ah, guck mal, auf der anderen Seite ist ja dieses mit dem Seil, was ich da vorher gelernt hatte. Und dann habe ich es rausgerissen. Und dann ist es ja auch unhöflich. Zack. So, und dann konnte ich hier die andere Treppe, die ja wieder für gemacht war, einfach mal hochmarschieren. Und dann bin ich gesprungen. So, und dann ging es weiter. Und dann bin ich auf den anderen gesprungen. Oh, Mann. Und die Glocken, die haben geklingelt, Alter. Oh, ja, 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 ja. Oh, ja, 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 ja. Bruder, warum fährst du runter, Alter? Habe ich mir gedacht. Guck mal, da habe ich dann da hinten den Seilstrang gebastelt. Zack. Und dann direkt dahin. Und dann konnte ich da hochklettern. Das ist doch klar. Du, ich habe mir da selber Sachen gebaut und gemacht und so. Ist doch geil, Alter.
Hat Spaß immer. Ja, sag ich, wie es ist. Wandgemälde. Untersuchen Sie Wandgemälde, um Ihre alten Dialekte zu verbessern. Alter, mein einziger Dialekt ist heutzutage, lass mal einen ballern, Alter. So, ich mein's ernst. Ich muss ja immer weitergehen im Text, ne? Da bin ich auf die nächste Glocke gesprungen! Ja. Ist die Schauspielerin blöde oder was? Ja, und mir war in dem Moment noch nicht so ganz klar, warum ich das gemacht habe. Bin ich auch ganz ehrlich. So, und da muss es ganz, ganz fix gehen, ne? Aber wir haben es geschafft, ne? Da haben wir die leider gekriegt. Mal weiter marschiert hier, du. Dann sind wir da einfach runtergejumpt, oder? Ja! Und dann waren wir da. Nee. Das habe ich nicht überlebt. Die hat doch da gesessen, sag mal, wollt ihr mich verarschen? Nur, aber. Oh, ja, das hat mir getan. Das haben wir auch gesehen. Ja, da vorne sollen wir uns irgendwie abseilen, ne? Oh, das sah ungesund aus. Ja, da oben haben wir uns dann langhangeln müssen. So war es nicht. Oh, da sind dann auch noch Fledermäuse vorbeigeflogen. Ja. Nicht so belohnt, ne? Und dann haben wir einen abgeseilt. Wie zu Hause, morgens um 9:30, ne? So. Jonah, hier ist eine Wandmalerei. Oh. Jonah, ich habe einen Dolch gefunden. Lass uns nachdenken. Scheiße, Laura, zu dir kommen ein paar Trinity-Wachen. Scheiße. So, und ich wollte natürlich den Dolch mitnehmen. Und ich habe mich daran erinnert, ich brauchte einen verstärkten Dolch für irgendeine andere Scheiße noch. Und dann wollte ich da natürlich schnell irgendwie hin. Jonah, geh weiter rauf. Oh nein, du hast ihn genommen, oder? Schnell. Schnell. So, und den wollten wir natürlich abstechen. Schön in die Brust. Operation Blackout wurde eingeleitet. Kein einheimischer Arbeiter kommt lebend hier weg. Scheiße. Verstanden. Hey, geht der Sache nach. Ja, der geht der Sache nach und der andere sagt dann sich so, unnormal. Und dann zack! In den Brust und dann rein ins Gebüsch. So, den haben wir dann auch in den Hals gestochen. Oh, scheiße, dann haben sie mich auf einmal entdeckt, oder was? Oh, feier. Oh, dann hab ich den Ballermann genommen und die Alter umgehalst. Du warst schon richtig im Blutrausch. Oh, scheiße. Das hat aber geklatscht. Oh, und dann kam das SEK und GSG Spandau, Alter, und hab mir dann auch noch einen auf die Mütze geben wollen. Aber nicht mit der Lara. Eieiei, das ging dann auf einmal ganz schön zur Sache. Eieiei. Oh, in den Kopf. Ja, das war eine wilde Zeit, ich hab's ja von Anfang an gesagt, ne. Das war scheiße, dass ich den damals verloren habe. Ne? Was soll ich denn machen? Tut hier nichts. Er fand mich auch ganz nice. Ich hatte gehofft, wir treffen uns anderweitig. Ja, er muss auch zugeben. Ich interessiere mich schon lang für deine Arbeit. Arbeit, ja. Von Trinity zu Arbeit. Bumsen wollte der. Dass du ihn einfach nimmst, hätte ich nie erwartet. Mit der Schatulle und diesem Schlüssel können wir die Welt neu erschaffen. Frei von Schwäche, Gewalt. Und ohne all das hier. Bumsen wollte der. Ja, da kam das Wasser, ne? Und zwar eine ganze Menge, Alter. Alles nass, Alter. Guck da, der Eimer ist auch nass. Oh, weia. Oh, weia. Oh, Bruder. Oh, shit, Alter. Ja. Oh, dann nochmal. Oh, da kommt ein Auto entgegen, Bruder. Und ein Haus auch, Alter. Scheiße. Da war ich unter Wasser, ne? So, dann habe ich die Scheibe kaputt gedollt, aber ordentlich. So, da habe ich es auch geschafft. Mit dem nötigen Power in meinem Muckis. Weil ich wusste damals schon, man muss es nicht nur hier haben. Man muss es auch hier haben, Alter. Oh, da wurde ich aufgespießt. Das war, glaube ich, nicht geplant, oder? Weißt du, oder? So, und jetzt haben wir es mal rausgeschafft aus der Suppe, ne? Oh, da kommt Boot! Lara, dachte ich mir dann so. Oh, oh, oh. Oh, das tut auch weh! Ja, ja. Mama! Mama! Oh, scheiße! Der Bruder ist ja runtergefallen! Ey. Oh, nochmal scheiße für mich, du! So, und dann war ich auf einmal oben drauf. Und war erstmal entspannt, ne? So, wusste ich erstmal. Geil, da steht ein Helikopter. Und Jonah. Der wollte mich immer bumsen. Und dann bin ich nach Peru geflogen, mit dem Flugzeug. Ne? Haben wir am Anfang eh gesagt, dass wir dahin wollen. Aber von Peru erzähle ich euch gerne in einer anderen Episode von
Lara, ihre Geschichte auf The Life. Also, vielleicht bis zum nächsten Mal, ne? Schreibt mir gern ein paar Liebesbriefe in die Leiste da unten. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, eurer Lara hier, dann abonniert mal den Bums, ne? So, bis nächstes Mal.